Ich bin Chan Ji-yoon und ich habe gerade einen Prozess gewonnen. Und zwar in der zweiten Instanz, obwohl ich an dem Prozess gar nicht teilgenommen habe. Das Gericht hat auch ohne meine Hilfe das Urteil in zwei Instanzen, dem Schluss genauer gesagt, fällen können. Verklagt hatte mich Peter Weber, der zuvor von Tessa Gansara, vertreten durch unsere Kanzlei, vertreten wurde. Und das ist eine längere Geschichte, die wir uns anschauen müssen, weil wir hier mit 7 Instanzen zu tun haben, wegen eines Videos von Peter Weber, was nicht einmal 7 Sekunden dauerte, wo Herr Weber sich über Tessa Gansara und andere Personen etwas abfällig geäußert hatte. Er hatte sie als Schrecken, Schockbilder auf Zigarettenschachteln verglichen und sie als Lachnummer bezeichnet. So rum war die Bezeichnung. Da kann man drüber streiten, ist das eine Beleidigung, ist das so schlimm oder muss man das hinnehmen? Das war die Argumentation von Herrn Weber. Und diese Fragestellung wurde zunächst einmal geklärt durch ein Amtsgericht. Und zwar das Amtsgericht Hersbruck, Strafrichter, hatte daraufhin eine Geldstrafe ausgeurteilt. Dabei wurde berücksichtigt, dass es eine nicht einschlägige Vorstrafe gab, die aber keine Rolle jetzt zu diesem, keinen Bezug zu diesem Fall hat. Gleichzeitig hat Tessa Gansara eine, oder etwas später, eine Klage erhoben vor dem Landgericht Nürnberg auf Unterlassung und auf Erstattung von außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten und da wurde ein Versäumnisurteil gesprochen. Dieses Versäumnisurteil entstand dadurch, dass Herr Weber bei dem Termin zur mündlichen Verhandlung in Nürnberg nicht erschienen war. Das war auch so erwartet worden und daraufhin ging ein Versäumnisurteil. Hier sehen wir das entsprechende Versäumnisurteil, was da beim Landgericht Nürnberg Fürth ergangen war. Und über dieses Urteil hatte ich in einem YouTube-Video berichtet. Das gibt es nach wie vor. Und gegen dieses YouTube-Video versucht jetzt Herr Weber vorzugehen. Er ist vertreten hier durch Johannes Steinhöfel, den geschätzten Kollegen, der sich auf diese Art von Äußerungsrecht spezialisiert hat. Und Herr Weber stört sich daran, dass ich in dieser Berichterstattung über das Versäumnisurteil, das strafrechtliche Urteil erwähnt habe, ohne dabei gleichzeitig zu erwähnen, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Denn er und die Staatsanwaltschaft haben beideseits Berufung eingelegt und diese Berufung ist möglicherweise noch anhängig. Wir wissen nicht, ob die Rechtsmittel zwischenzeitlich zurückgenommen worden sind oder nicht. Herr Steinhöfel macht geltend, dass die Nichterwähnung der Rechtskraft eine Verletzung von Persönlichkeitsrechten sei. Und daraufhin hat er mich also abgemahnt. Ich habe daraufhin auch freundlich geantwortet und Herr Steinhöfel hat für Herrn Weber dann beim Landgericht Nürnberg eine einstweilige Verfügung beantragt. Die war aber nicht erfolgreich, weil das Landgericht Nürnberg kam zu dem Ergebnis, dass in dem Video nur die objektive Wahrheit wiedergegeben wird, nämlich dass eine Verurteilung stattgefunden hatte. Ist ja auch unbestritten und dass nicht der Eindruck erweckt wurde, dass es sich hierbei um eine rechtskräftige Entscheidung handelt. Dagegen wurde dann, nachdem auch keine Abhilfe geschaffen wurde, beim OLG Nürnberg Berufung Beschwerde eingelegt und über die Beschwerde wurde dann entschieden. Der entsprechende Beschluss ging mir heute zu. Er lautete, die sofortige Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des Landgerichts Nürnberg Fürth vom 8. Juli wird zurückgewiesen. Kosten trägt wieder Herr Weber und das Gericht geht jetzt hier sehr ausführlich und ich finde auch sehr fundiert auf die aufgeworfenen Fragestellungen ein. 12 Seiten hat das Urteil, wo eben die Frage gestellt wird, habe ich mit meinem Video einen falschen Eindruck erweckt? Haben wir darüber hinaus eine Persönlichkeitsverletzung? Muss sich Herr Weber es gefallen lassen, mit solchen Bagatelldelikten behelligt zu werden, in die Öffentlichkeit gezogen werden? Und Antwort dazu, ja, weil Herr Weber ja selbst damit in die Öffentlichkeit gegangen ist und deswegen auch das Thema von einem gewissen öffentlichen Interesse ist. Jetzt könnte die Sache eigentlich damit sein Bewenden haben. Also wir haben jetzt hier schon 4 Instanzen durchgestritten. Landgericht Nürnberg führt mit der einstweiligen Verfügung, hat nicht geklappt. Dann das OLG hat auch nicht geklappt für Herrn Weber. Jetzt hatte ich bereits vorbereitet die negative Feststellungsklage zum Landgericht Würzburg, weil ja die Abmahnung noch offen war und noch nicht geklärt war. Und ich hatte deswegen auch bei der Kanzlei Steinhöfel nachgefragt, Herr Kollege,
ist das wirklich nötig? Wollen Sie wirklich diesen Anspruch weiter verfolgen? Und Kanzlei Steinhöfel sagte, ja, Sie können gerne eine Klage erheben. Wir werden ebenfalls in der Hauptsache die Unterlassungsansprüche geltend machen. Also wird es dann demnächst die negative Feststellungsklage vom Landgericht Würzburg geben und gleichzeitig die Klage auf Unterlassung vor dem Landgericht Nürnberg, dort, wo Herr Weber schon vorher unterlegen war. Und vielleicht gehen wir dann noch zum OLG und die weiteren Instanzen. Also das kann sich noch eine ganze Weile hinziehen. Offensichtlich ist Herr Weber immun gegen Kosten, auch für Rechtsstreite, für Angelegenheit mit geringer Erfolgsaussicht. Aber das kann man ja unterschiedlich sehen. Manchmal braucht man den Mut, eine Sache auch durch 7, 8 Instanzen durchzubringen. Es wird ja wahrscheinlich auch noch eine Fortsetzung des Rechtsstreits geben hinsichtlich Beleidigung 185 StGB zum Nachteil von Tessa Ganserer und den anderen abgebildeten Personen in dem Video, was jetzt hier schon durchgelaufen ist. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, wir freuen uns über die weitere Rechtsfortbildung, also die Fragen, wo die Grenzen des Persönlichkeitsrechts liegen. Vielleicht gibt es da am Schluss ja auch noch eine andere Entscheidung dazu. Halte ich für eher unwahrscheinlich, weil sich das OLG Nürnberg sehr ausführlich mit der Sache befasst hat. Aber bleiben wir dran.